Ja, Lüdwig, schön, dass ich mit dir hier sein darf, hier auf dem Forsthof Krümmel, quasi mitten in eurer Werkstatt. Was ist denn das Konzept oder die Idee hinter eurem Forsthof? Ja, wir betreiben hier die Forstwirtschaft in Krümmel und Umgebung und haben versucht, in den letzten 20 Jahren unsere Produkte selbst zu vermarkten oder auch selbst zu veredeln. Das heißt, es ist entstanden eine Holzbaufirma mit einer kompletten Tischlerei und Sägewerk mit Trocknung und allem drum und dran, damit wir für den örtlichen Markt und für unsere eigenen Bauprojekte regionales Holz anbieten können. Und wie komme ich denn jetzt als Urlauber oder als Tagesbesucher oder Tagesgast hier in der Region rund um Krümmel, wie komme ich denn in den Genuss oder in das Erlebnis eurer Produkte? Wir haben aus unserem eigenen Holz in dem Ortsteil Troja, ist auch Gemeinde Krümmel, drei Ferienhäuser gebaut aus unserem eigenen Holz mit den eigenen Mitarbeitern. Da kann man Urlaub machen. Man kann aber auch gerne jederzeit auf den Forsthof kommen und sich das angucken, mit uns durch den Wald fahren, Wildfleisch kaufen. Also jeder kann kommen. Jetzt bist du ja in deiner Freizeit vielleicht auch mal außerhalb der Werkstatt oder außerhalb des Forsts unterwegs. Hast du denn einen Lieblingsplatz hier in der Region, also an der Mecklenburgischen Seenplatte oder hier rund um Krümmel? Und wenn ja, welcher ist es denn? Ja, also es gibt zwei Plätze, die ich sehr gerne mag. Das ist einmal im Wald. Da gehe ich auch gerne spazieren und gucke mir das an. Und zum anderen ist es das Gutshaus Solzow in Ludorf, meine ich, ist es, ja. Und da ist ein super Kuchen, super Kaffee, da bin ich gerne. Okay, super, perfekt. Vielen Dank.